Hi Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Conan Exiles hier auf der neuen Map. Und ich habe mir die neue Map noch gar nicht angeschaut. Mensch, hier mittendrin ist sogar ein riesen Vulkan und alles. Jetzt bin ich hier. Hier unten bin ich gestartet und hier drüben scheint eine größere Stadt zu sein. Da will ich auf alle Fälle jetzt erstmal noch nicht hin. Weil, ja, ich weiß nicht, was da ist. So, die Frage ist jetzt natürlich, wo finde ich hier einen Eisenspot? Könnt ihr hier mal ein bisschen was noch einsammeln? Ein paar Äste hier und so. Ich werde mal hier vorne das Eisen noch abbauen gehen. Das werden wir gleich mitnehmen. Hätte ich nämlich schon mal ein bisschen Eisen, was ich verarbeiten könnte. So, mehr war hier nicht, gell? Nee. Mm-mm. Ist das hier? Das ist auch Stein, gell? Ja. Das ist natürlich Kohle gewesen, wäre das nicht schlecht gewesen. Aber ich vermute mal, wenn wir jetzt hier weiter reingehen, dass ich hier hinten vielleicht irgendwo Eisenadern finden werde. Hoffe ich mal. Das werden wir auch machen. Das heißt, dazu müsste ich da hinten rein. Ja, müsste ich da hinten rein. Ja, das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir aber hin. Das sollte nicht das Problem sein. So. Ah, der Brennstoff ist alle. Na gut, ich kann sowieso momentan nichts essen. Da können wir das erstmal so lassen, wie es ist. Ich würde aber gerne hier das Zeug noch reparieren, bevor ich hier irgendwie auf irgendwelche ungebetenen Gäste treffe. Würde ich die schon ganz gerne kaputt machen können, ohne dass die Waffe plötzlich dabei kaputt geht. Attribute, was haben wir denn da? 4. Kosten 2. Ja, sehr schön. Beweglichkeit. Beweglichkeit bezeichnet eine Fähigkeit, nach einem Ausweichmanöver zu agieren. Ferner hat sie direkt Auswirkungen auf Rüstung. Stehvermögen. Gell? Stehvermögen bestimmt deine maximale Ausdauer. Ah, ich habe keine Punkte mehr. Gut, sonst hätte ich jetzt noch was in Ausdauer vergeben. Die Frage ist jetzt, ob ich hier weitergehen möchte. Auras Ruhm. Ich nehme mal mit. Ich nehme das einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob ich das mal brauche. Ich kenne die ganzen neuen Rezepte alle noch nicht. So. Die Frage ist natürlich auch hier die ganzen Spots jetzt hier für Sternmetall und sowas, gell? Also hier haben wir auf alle Fälle einen Kohlespot. Der ist auf alle Fälle schon mal gut. Denn da kann ich nämlich schön erstmal meine Schmelzer. Dann befeuern. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört.
Ja, zur Not kann man hier dann auch Steine formen. Also ich brauche unbedingt jetzt einen Metallspot. So, da können wir doch. Ja, hier 1, 2, 3. Blub. So viel kriege ich da jetzt natürlich nicht raus. Weil ich halt, wie gesagt, auch noch keine Metallwerkzeuge habe. Mit Metallwerkzeugen ist es natürlich dann schon etwas besser, gell? So, jetzt bin ich natürlich überladen. Okay, was ist denn das da unten? Ist das was, wo ich hingehen möchte? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich baue mal hier eine Foundation hin. Und baue eine Kiste. Wo ist der Zwirn hin? Hier ist der Zwirn. Also hier unten ist zwar schon ein bisschen Metall. Würde sagen, ich baue mir mal eine kleine Hütte hierher. Würde ich sagen, so, wupp. Nee. Neigung anpassen, platzieren, Autoanpassung an Gelände. Okay. Jetzt brauche ich noch eine Kiste auszumalen. Okay. Dann habe ich natürlich nicht mehr genug Holz. Ich muss schon ein bisschen Holz fällen hier. Ich würde sagen, ich mache das erstmal als Zwischenpunkt. Die Frage ist natürlich, was hier für Viecher rumstehen. Da hinten steht nämlich auch irgendwie zwei Viecher rum. Da. Da weiß ich aber nicht, wer das ist. Was das ist, was die wollen, was die nicht wollen. Also hier kann ich auf alle Fälle erstmal noch ein paar Steine abbauen für die Schmelze. Dann kann ich nämlich schon mal die Eisenwerkzeuge bauen. Dann passt das auf alle Fälle. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie er da hinten drauf ist. So. Und ein Bett.
Okay, ist kaputt. Ein Bett brauche ich auf alle Fälle. So, Kiste, Kiste. Moment, ich baue erstmal noch eine Wand. Eine normale Steinwand. Drei. Hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sieben. Und drei. Und. Türeingang. So, Türeingang. Da fehlt eine. Eine fehlt. Sehr schön. So. So, dann kann ich. Erstmal noch eine Tür herstellen. Nee, kann ich nicht. Da fehlt mir Dings dazu. Das ist aber nicht so schlimm. Das heißt, ich guck mal, kann ich ein Bett bauen? Ein Bett habe ich doch schon gelernt. Da. Ich weiß nicht, ob ich mich dahin wagen sollte. Keine Ahnung. Ist etwas heikel. So, erstmal baue ich einen Zwirn. Da kann ich aber nur eins herstellen. Wie viel brauche ich denn für das Bett? Fünf. Fünf. Also müsste ich dazu eigentlich hier runter gehen. Ja, ich probier's mal. Ich stelle noch drei dahin, das sieht aus wie Wildschweine. Gut aus bis jetzt. So, ich glaube, Bett kann ich jetzt bauen. So, sehr schön. Habe ich auch genug Holz? Nein, wenn Dutti, sehr schön. Gut, da haben wir das Bett auch schon mal. Was haben wir hier? Eine Arbeitsbiene. Bienen waren auf alle Fälle gut. Ich glaube, da konnte ich sogar einen Bienenstock herstellen. Kann das sein? So. So. So, jetzt kann ich auf alle Fälle hier ein Bett hinbauen. So. E für weitere Optionen. Okay. Jetzt haben wir doch Attribute, Stehvermögen. Würde ich gerne hierhin machen, gell? Fester Griff, du verbrauchst beim Klettern 10% weniger Ausdauer. Gut, Klettern ist jetzt erstmal nicht so wichtig.
So. Apropos, ich wollte doch mal gucken. Waren 500 Steine, gell? Okay, gucke ich mal, dass ich jetzt hier die Steine zusammenkriege. Ich meine, hier waren ja genug. Kommt halt eben nicht viel raus, gell? Ist klar. Ich müsste halt eben erst auf die. Bräuchte halt unbedingt die Metallwerkzeuge, gell? Aber mit dem bisschen Eisen, was ich da bis jetzt hier habe, schwierig. Ich bräuchte hier auch ein Schwert, gell? Dann könnte ich vielleicht die Viecher, die hier rumstehen, besser killen damit. Naja, gucken wir mal. Ich baue jetzt erstmal hier das Zeug ab. Und dann gucke ich mal, dass ich genug Steine zusammenkriege. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So. Oh, eine Stufe. Ankleiden, ausweichen, eine Fackel benutzen. Ankleiden. Habe ich überhaupt schon Kleidungsstücke gelernt? Naja, das. Okay, brauche ich auch Pflanzenfasern dafür. Die habe ich natürlich alle ausgegeben für den Zwirn, aber das Bett war halt wichtig, gell? Okay, ich könnte auf alle Fälle schon eine Schmelze bauen. Ist das schon wieder respawn? Kann das sein? Gut, dann gehen wir es erstmal zurückbauen. Achso, die kann ich ja gleich schon mal bauen. Da ist er. Herstellen, so. Dann kann ich die auf alle Fälle gleich schon mal platzieren. Und kann schon mal anfangen. Dings herzustellen. So, die machen wir gleich am Fußende. Da haben wir hier gar nicht, haben wir nicht so kalte Füße. Ja, geht leider nicht. Schade. Alter, waren die wirklich so groß? Würdest du hier bauen, wäre dein Spawnpunkt blockiert. Okay. Das ist schlecht. So, 1, 2, 3, 4. 4 Wände müsste ich jetzt noch bauen. Kann ich das? Müsste reichen, glaube ich. Mal schauen, wo ist denn? Hier ist er. 1, 2, 3, 4. Gut. Dann bauen wir gleich die Wände hin und platzieren dann den Ofen. Ich hoffe, das funktioniert. Das wäre natürlich schlecht, wenn nicht. So, wenn die Arbeit nämlich umsonst gewesen wäre. So. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. So. Was will ich denn mit dem Holz hier drüben? Das soll doch das rein. So.
Ja, haben wir natürlich nicht viel, gell, aber es ist besser als gar nichts. Das wird natürlich nicht ausreichen, vor allen Dingen. Eisenpicken, vor allen Dingen brauche ich da ja Dings dazu, Herstellung der Werkbank, genau. Eines beliebigen Schmiedes. Das würde bedeuten, ich müsste das Ding bauen. Brauche ich 50 Eisenbahnen. Ich kann nicht mehr auf dem Schirm, dass das so teuer war. Und wenn ich jetzt hierher gehe. Werden sie nicht auf mich aufmerksam. Okay. So. Das ist jetzt natürlich nicht viel Eisen gewesen, gell? Was haben wir denn hier hinten? Hier hinten war doch, glaube ich, auch noch ein bisschen Eisen. Ja, dafür brauche ich halt eben einen Eisenspot. Aber den habe ich im Moment halt noch nicht. Den habe ich halt noch nicht. Aber den finde ich noch, definitiv. Aber damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Alles klar, lieben Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen würden. Habt einen schönen Tag. Guten Loot, viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschaußen.